Liebe Schwestern und Brüder, welch ein hartes Wort ist das doch, dass Jesus da heute im Evangelium spricht gleich dreimal: Ihr werdet in euren Sünden sterben. Hören wir dazu, was Adrian von Speyer gedanklich vertieft. Seine Sprache verschärft sich. In der Sünde sterben heißt, abgewendet von ihm sterben, seine Liebe in diesem Leben nicht angenommen haben. Er sagt ihnen das nicht als Drohung, sondern als eine Tatsache, an der nichts zu ändern wäre, wenn der Herr nicht wüsste, dass er gekommen ist, um auch sie zu erlösen. Indem er vom Sterben in der Sünde spricht, sieht er, wie groß die Gnade wäre, in ihm statt in der Sünde zu sterben. Indem er sich den Tod in der Sünde vorstellt, entwirft er im Geiste die Möglichkeit, nicht in der Sünde zu sterben. Es steht ihm also in diesem Augenblick jene Möglichkeit der Erlösung vor Augen, die er den Menschen in den Sterbesakramenten anbieten wird. Er weiß auch, dass die Menschen, wenn sie noch so unbeirrt ihren Weg in der Sünde gehen, im Augenblick ihres Todes zumeist von einer großen Angst und Unsicherheit erfasst werden, größere Bereitschaft zum Glauben und zur Reue zeigen, weil sie vor dem Abgrund des Unbekannten stehen. Darum wird gerade für jene, die nicht geglaubt haben, seine Sterbegnade am stärksten sein, während sie für die Gläubigen mehr ein Abschluss, eine Ergänzung bedeuten wird. Für die Nichtgläubigen wird die Sterbegnade fast das erste Einströmen seiner Gnade in ihr Leben sein. Irgendwie werden angesichts des Todes die Letzten die Ersten sein. Denn wer in dieser neuen, plötzlichen und überwältigenden Gnade stirbt, hat keine Gelegenheit mehr zu sündigen, wie einer sie hat, der sich jung bekehrt.